Um die Weltmeisterschaft zwischen der Sowjetunion und Rumänien steht so viel fest, dass die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland den 15. Platz belegt und sich damit definitiv nicht für die Olympischen Spiele in Seoul qualifiziert hat. Ob das Nationale Olympische Komitee im nächsten Jahr Einzelturnerinnen nach Südkorea entsenden wird, ist mehr als fraglich. Die obligaten Streitigkeiten innerhalb des Deutschen Turnerbundes werden also weitergehen. Die üblichen Schuldzuweisungen werden allerdings nichts mehr nützen. Jetzt sollte endlich einmal über Systeme und Strukturen und vor allen Dingen über Führung geredet werden. Nun aber zur Entscheidung zwischen den beiden Giganten Sowjetunion und Rumänien, die nach der Pflicht nur minimale 0,125 Punkte auseinanderliegen. Vor 8 Jahren, 1979, bei den Weltmeisterschaften in Fort Worth in Texas, gelang es der Mannschaft von Rumänien schon einmal, die Sowjetunion zu schlagen. Wir alle hoffen, dass es einen entspannten Wettkampf der Turnerinnen, nicht aber einen Wettstreit der Kampfrichterinnen geben wird. Wir werden uns ganz auf diesen Zweikampf konzentrieren und damit auch das Ringen um Platz 3 zwischen der DDR und China vernachlässigen. Der Zweikampf geht weiter. Die Sowjetunion hat nur ein Zehntelpunkt Vorsprung nach dem ersten Durchgang in diesem so äußerst spannenden Finale. 3 Wertungen über 9,8 Punkte hat die Sowjetunion im Pferdsprung schon stehen. Und nun Oksana Omeljanschik, die Weltmeisterin 1985 im Mehrkampf. Ja, ein schwieriger Sprung, den sie hier gezeigt hat. Die 18-Jährige aus Kiew in der Ukraine. Ein flotter Anlauf, das Ronda mit einer halben Drehung und ein Salto vorwärts gebückt zum Stand. Möglicherweise wird sie zur alles überragenden Turnerin dieser Weltmeisterschaften. Daniela Silivas aus Rumänien, 17 Jahre jung, vierfache Europameisterin von Moskau. Ihre Kür am Stufenbach. Schwierige Drehung und Salto mit gegrätschten Beinen. Stalder halbe Drehung. Die Schwünge auf den Punkt geturnt, die Katschow-Grätsche. Riesenfelge, freie Felge. Salto vorwärts, halbe Drehung. Daniela Silivas, die schon in der Pflicht gezeigt hat, dass sie hier die große Favoritin im Wettbewerb der Frauen sein wird. Schauen Sie, wie sie den Körper in jeder Phase dieser komplizierten Bewegungen voll unter Kontrolle hat. Und gleich noch eine Weltmeisterin, Jelena Schuschunova. Bis vor kurzem auf jeden Fall noch die Nummer 1 der Welt. Aber kann sie ihren Platz hier behaupten gegen Daniela Silivas? Ihr erster Sprung. Rondat und Überschlag, Salto, gestreckt mit ganzer Drehung. 18 Jahre alt inzwischen, sie kommt aus Leningrad. Ja, Weltmeisterin und Europameisterin im Pferdsprung. Ein einwandfreier Versuch, keine Frage. Die Wertung für den ersten Sprung von Jelena Schuschunova 9,975. Am Stufenbahren Oksana Omeljanschik.
eine verwirrende Folge von Salti mit halben Drehungen gegrätscht und gehockt zwischen den Holmen. Freie Felge über den Handstand und die Doppelschraube leider mit einem kleinen Ausfallschritt. Schauen Sie hier, der Delce Salto etwas näher, nahe an der Stange, aber sie hat es noch einmal gepackt. Und der Abgang, die freie Felge und der Salto gestreckt mit der Doppelschraube. Oksana Omeljanschik. Den kleinen Zähler haben die Kampfrichterinnen natürlich auch gesehen. Nur 9,900 und nun als letzte Turnerin der Sowjetunion am Stufenbahn Jelena Shushunova. Schwieriges Rückgrätschen über den oberen Holm, der Ginga-Salto. Viel Tempo, Doppelsalto mit ganzer integrierter Drehung. Eine hervorragende Übung, die uns Jelena Shushunova aus Leningrad hier an diesem Stufenbahn, an diesem Doppelreck gezeigt hat. Eben noch einmal dieser schwierige Teil mit einer komplizierten zusätzlichen Drehung über dem oberen Holm. Und der Abgang. Doppelsalto mit integrierter ganzer Drehung. Für Jelena Shushunova am Stufenbahren und nun als letzte Turnerin dieses Durchgangs die Welt- und Europameisterin an diesem Gerät, dem Schwebebalken, Daniela Silivas aus Rumänien. Fünf Übungen hat sie bisher gezeigt in diesen Tagen von Rotterdam. Dreimal die 10, zweimal 9,975. Und nun dieses Feuerwerk an Sprüngen. Rapieren ihre Sicherheit. Originell die Zusammenstellung der Übung. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Tja, das habe ich noch nie gesehen bei Daniela Silivas, zumindest nicht an diesem Gerät. Ein halber Punkt ist weg. Schmerzlich für die Mannschaft, schmerzlich auch für sie, für Daniela. Ihre Aussichten, Weltmeisterin im Mehrkampf zu werden, sind damit natürlich geringer geworden. Doppelsalto zum Abschluss. Wo ist es passiert? Hier, nach diesem Sprung. 9,575 die Wertung für Daniela Silivas. Damit erhöht sich der Vorsprung der Sowjetunion auf 0,45 Punkte. Eine Entscheidung ist allerdings damit noch nicht gefallen, denn jetzt muss die Sowjetunion an den Schwebebalken, der auch Zitterbalken genannt wird. Hat sie sich gefangen nach ihrem Fehler am Schwebebalken? Rumänien befindet sich auf der Aufholjagd. Vor Daniela Silivas haben Camelia Voinea und Aurelia Dobre jeweils eine 10 geturnt. Und das müsste doch die Europameisterin an diesem Gerät auch fertig bringen.
Mein Gott, welch ein Feuerwerk! 7000 Zuschauer in der Ahoi Sporthalle in Rotterdam sind begeistert von Daniela Silivas. Und jetzt die Schlussfahrt. Stehen, dann gibt's eine 10. Die Halle ist hoch. Hier, 2,5-fach Schraube und sofort diese Sprungbahn. Dieses Feuerwerk an Schwierigkeiten und Kombinationen. Und da ist sie, die dritte 10 für Rumänien am Boden. Ja, das ist doch was. Dreimal die 10 am Boden für Rumänien. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und dies führt dazu, dass Rumänien vor dem letzten Durchgang nun mit 0,175 Punkten Vorsprung führt. Mein Gott, ist das spannend. Die Spannung im Ahoi Sportpalast hat ihren Höhepunkt erreicht. Die beiden letzten Turnerinnen Rumäniens und der Sowjetunion sind nun an der Reihe. Aurelia Dobre mit ihrem ersten Sprung. Wahrscheinlich, wie Fachleute sagen, die Weltmeisterin von morgen. Das Mädchen mit der größten Begabung im rumänischen Turnverband. 15 Jahre jung. Ein Rondat-Flickflack mit 1,5-fach Schraube. ...9,95 Punkte und Pfiffe der Zuschauer. Ja, jetzt geht's ums Ganze. Zweiter Versuch von Aurelia Dobre aus Rumänien. Und das ist sie, glaube ich. Das ist sie, die 10. Jawohl, 10 für Aurelia Dobre. Und nun liegen alle Vorteile bei der Mannschaft von Rumänien. Die zweite 10 für Rumänien beim Pferdsprung. Letzte Turnerin der rumänischen Mannschaft in diesem Wettbewerb, Daniela Silivas mit ihrem zweiten Sprung. Und sie steht. Und damit, glaube ich, ist Rumänien Weltmeister. 2-10 hat es schon gegeben für Golea und Dobre. Und nun die dritte 10. Dann wäre die Sensation schon fast perfekt. Noch eine sowjetische Turnerin steht aus. Aber es gibt schon Küsschen. Ja, sie ahnen es. Auch wenn die Wertung für Daniela Silivas nur 9,925 ist. Die letzte Turnerin des Abends. Ich weiß nicht, ob sie es weiß, ob Jelena Schuschenova weiß,
dass die Sowjetunion zum ersten Mal wieder seit 8 Jahren den Kampf um die Weltmeisterschaft verloren hat. Und wiederum gegen Rumänien. In vorher turnte Oksana Omeljanschik nach einem Fehler nur 9,55 Punkte. Und da müsste Jelena Schuschunova schon über 10 Punkte erhalten, um den Wettbewerb noch zu gewinnen. Doch 10 ist nun einmal die Höchstnote im Kunstturnen. Die sowjetischen Turnerinnen haben kleine Fehler gemacht. Vielleicht auch der Druck der rumänischen Mannschaft so groß, die psychische Belastung. Wir werden mit Sicherheit morgen im Mehrkampffinale erneut einen großen Zweikampf erleben zwischen den 3 rumänischen und den 3 sowjetischen Turnerinnen. Aber der wichtigste Wettkampf, der ist zunächst einmal verloren gegangen. Jelena Schuschunova. Und eine 10 zum Abschluss dieses Wettkampfes. Eine 10 für Jelena Schuschunova, deren Schlussbahn wir hier noch einmal in Zeitlupe gesehen haben. Keine Freude über die 10 bei Jelena Schuschunova, denn hier winken die Siegerinnen ins Publikum. Rumänien gewinnt diese Weltmeisterschaft mit 0,45 Punkten Vorsprung vor der Sowjetunion auf Platz 3, dann die DDR. Ja, und die Kunst